freien Lächeln. Zeig schon vor dem Rutschen, oder was? Ja, aber für das du vorstellst, gell, ist die Hose ist schon nass. Mach ich nicht. Geht schon. Oh, Ruck! Stollenbelüftung oder auch Bewetterung genannt.
Und es ist so, wenn im Sommer draußen Luft wärmer ist als im Bergesinneren, dann kommt die warme Luft beim obersten Horizont herein. Sie kühlt sich dann ab und sinkt zu Boden und verlässt das Bergwerk am untersten Horizont. Jetzt, in dieser Jahreszeit, also im Winter, geht es dann genau alles in die umgekehrte Richtung. Und damit durch diese natürliche Belüftung kein Zug entsteht, gibt es die sogenannten Wettertüren. Das sind die großen hölzernen Türen, da haben wir schon einige passiert heute. Und da ist es immer wichtig, dass die geschlossen bleiben, sonst ist es wie im Vogelhaus, das einfach durchzieht. Und damit man diesen Zug regulieren kann, muss man diese Türen eben schließen. Und wir haben das ganze Jahr über plus 10 Grad Celsius im Berg. Im Jahr 1573 und im Jahr 1616 wurden hier bei uns im Bergwerk zwei tote keltische Bergmänner gefunden. Sie sind hier ums Leben gekommen und waren dann über 2000 Jahre lang im Gestein eingesperrt. Und während dieser Zeit hat das Salz im Gestein die Körper sehr gut erhalten und konserviert. Man hat sie dann aber leider an die Oberfläche transportiert, wo sie sehr schnell zerfault und zerfallen sind. Und da ist leider nichts mehr von ihnen übrig geblieben.